Hans guckt in die Luft und die Stinkewelt, der ultimative Showdown. In der stinkenden, fauligen Dimension der Stinkewelt war Hans Kuck in die Luft gestrandet, ohne zu wissen, wie er dorthin gelangt war. Während er weiterhin in den Himmel starrte, beobachtete er die seltsamen Wolken, die aussahen wie fliegende Würste und Käseklumpen. Doch hatte keine Ahnung, dass sein größter Feind bereits auf ihn wartete. Hans furz in die Luft. Das furzende, stinkende Gegenstück zu ihm selbst. Hans Furz in die Luft trat aus dem Schatten hervor, seine Augen glühten böse und seine Aura war eine Mischung aus Schwefel und altbackenen Eiern. Er grinste breit und begann, seine uralte, furchterregende Kriegshymne zu intonieren. Ah. Jeder einzelne Laut, den er von sich gab, wurde von einer ohrenbetäubenden Furzexplosion begleitet. Die Erde bebte und der Himmel, so stinkend wie er war, schien fast zusammenzubrechen. Jeder Buchstabe schwang in der Luft wie ein mächtiger Windstoß aus reinem Gestank. Doch Kuck in die Luft nahm es gar nicht richtig wahr, da er weiterhin seinen Blick fest auf die Wolken richtete. Schnee! Rief Hans Furz in die Luft immer wieder, während die Welt unter dem Druck seiner Flatulenzen vibrierte. Er näherte sich seinem Ziel, Hans Kuck in die Luft zu besiegen, indem er die ultimative, endlose Furz-Symphonie über ihn niederprasseln ließ. Doch genau das war sein Fehler. Hans Kuck in die Luft hatte keine Ahnung, dass er in Gefahr war. Stattdessen streckte er seine Hand in die Luft, griff nach dem stinkenden Ballon, der über ihm schwebte, und platzte ihn mit einem beiläufigen Ruck. Die Explosion des stinkenden Ballons war so heftig, dass selbst Hans Furz in die Luft unter seinem eigenen Gestank litt. Nee! Mein eigener Schniedelplan! Verflucht seist du, Hans, guck in die Luft! Während der Gestank ihn überwältigte, schrie er ein letztes Mal seine uralte Hymne. Oh, Schniedel, po, 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 po. Mit einem donnernden Knall verschwand Hans Furz in die Luft in einer Wolke aus Glitzerfurz und Gestank. Hans Kuck in die Luft hatte, ohne es zu wissen, seinen größten Feind besiegt. Wie immer starrte er nur in die Lüfte und dachte, diese Wolkenformation sieht heute besonders interessant aus. Die Bewohner der Stinkewelt feierten Hans Kuck in die Luft als neuen Helden. Doch er nahm es nicht wahr. Der Kampf war vorbei und Hans Kuck in die Luft hatte sich ganz zufällig als der ultimative Champion erwiesen.